Willkommen zurück zu The Evil Within. Folge 52? Ja, Folge 52. Seit wann können Zombies Hammer fahren? Und seit wann können Zombies MGs benutzen? Das frage ich mich gerade. Und das heißt doch für uns, dass wir... jetzt definitiv mal den... Wir haben nichts. Wir haben so wenig. Das gibt's gar nicht. Und ich weiß gar nicht, wo er steht mit seinem... mit seinem Hammer. Ich weiß gar nicht, wie wir den erledigen. Ah, Moment. Aber Moment, ich vergesse das immer wieder, dass wir ja noch Granaten haben. Natürlich. Eine zumindest. Lagen die Autos nicht früher noch ein bisschen anders? Oder beziehungsweise in der letzten Folge? Ach, da sind wir da drüber geklettert, ne? Stimmt ja. Ich frage mich, wie wir den erledigen. Und da hinten steht schon wieder... Oh, da stehen noch mehr Zombies, sollte mich verarschen. Womit denn? Ich habe gar keine Munition. Ja, hallo. Da. Ja, sag mal, hier bin ich. Kuckuck. Ja, ein wenig weiter. Geht's ein wenig weiter zu werfen, Basti? Geht's vielleicht ein klein wenig weiter zu werfen, Basti? Vielleicht ein wenig weiter noch? Ja, genau dahin. Na toll. Das hat ja super geklappt. Wenn der jetzt aufs Fass schießt, dann sind wir weg. Ich hoffe, er kommt nicht auf die Idee. Okay, müssen wir notgedrungen nochmal eine Spritze nehmen. Wir versuchen unser Bestes, jetzt hier durchzukommen. Nein, nein, nein! Aua, 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 aua. Oh, hier liegt noch Haargel. Nehmen wir doch mit. Wie sollen wir denn an dem vorbeikommen? Oder beziehungsweise, wie sollen wir den denn erledigen? Geh weg! Ich muss an das Maschinengewehr. Ich muss an das Maschinengewehr, da musst du... Ich weiß auch, die Birne hauen! Uah, 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 uah. Ich lock die jetzt erstmal alle hier hin, dass sie alle zu mir kommen. Ja, natürlich. Er schmeißt Dynamit. Warum denn nicht? Geh weg, 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 geh weg. Alter Finne! Waren das alle? Oh.
Ich habe mich gerade sehr aufs Maschinengewehr konzentriert. Tut mir leid, aber das war irgendwie einleuchtend, dass das nicht funktioniert. Das ist auch verdammt schwer, weil wir nichts haben an Munition oder sonstigen Gedöns. Das ist das Problem. Wir müssen erstmal an das Maschinengewehr kommen. Das ist ja das Tolle daran. Ich muss an das Maschinengewehr. Da, Maschinengewehr. Ah, na, wie geht's denn so? Du hast Kopfschmerzen. Ja. Ich muss an das Maschinengewehr, aber schnell. Boah, jetzt sind aber Framerate-Einbrüche gerade gewesen. Lecker. Ich hoffe, die... Wow. Was, wer, was, wer, wo, was, warum, weshalb, wieso, Wollt ihr mich veräppeln? Wie viel kommen denn da? Ein Mann-Armee, Trophäe erhalten. Ich komme. Bin schon unterwegs. Boah, sind aber echt Framerate-Einbrüche jetzt. Aber was? Ist schon wieder... Kriegst du halt auf die Birne. Bin noch nicht fertig mit euch. Wo kommt er denn her? Ich glaube, das reicht. Boah, der geht aber auch echt in die Knie jetzt hier, die Engine. Beziehungsweise das Spiel. Aber hey, Munition! Munition! Ganz schön am Ruckeln gewesen. Also, ist aber ganz schön am Ruckeln gewesen jetzt gerade, muss ich ja mal sagen. Mal eben schnell alles nachladen, weil es könnte natürlich sein, dass. Oh, da liegt ja noch mehr. Gar nicht gesehen. Es könnte natürlich sein, dass wir gleich wieder auf jemanden treffen. Weil mit Endgegner sparen sie jetzt ja gerade nicht so. Huch. Da ist die Flasche, die wir übrigens gesucht haben. In der letzten Folge. Scheiße. Wir müssen hier raus. Ich fahre einfach durch. Das wird haarig. Ach, ich muss jetzt fahren. Ach so, Ja, das wollte ich halt immer mal machen. Zombies überfahren, ja.
Man merkt, es ist kein Rennspiel. Ja. Oh. Kapitel 12. Überlebt. Und das war ein relativ kurzes Kapitel, muss ich ja wohl mal gestehen. Das war sehr, sehr kurzes Kapitel, weil ich kann mich entsinnen, Kapitel 11 war doch ganz schön langwierig, ja. Oh mein Gott, ich speichere trotzdem immer oben, sehe ich das richtig? Willst du wirklich den Speicherstand überschreiben? Ja. Okay. Bin mal gespannt, wo wir jetzt sind. Schauen wir mal. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr spannende Busfahrt. Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist schön. Ja, da möchte man doch am liebsten gleich auf Reisen gehen. Klingt wie so ein Reisewerbespot. Naja, ist ja auch egal. Dann schauen wir mal. Kidman? Kapitel 13. Du Opfer. Kidman! Entschuldigung. Nein, Kidman! Wir müssen nach unten. Ach nee, sag bloß. Halt durch, wenn du da unten bist. Wir kommen. So, das heißt für uns, wir müssen Kidman retten. Ein Tagebuch von Basti Castellanos. 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich hab's den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Kein Anzeichen vom falschen Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Myras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, dass sie das nicht. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendwas auf der Spur. Aber was? Also ist Myra verschwunden? Und da ist schon wieder der Safe im Bild gewesen. Wir haben den Speicherpunkt überfahren. Nein! Natürlich gehen wir mal rein. Suche schon eine Weile her. Komme ich hier jemals wieder raus? Ich glaube nicht, Basti. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ich glaube jetzt mittlerweile ein wenig dran, dass Basti vielleicht in der Anstalt sitzt. Durch seine Trinkerei. Vielleicht hat er doch was mit dem Verschwinden zu tun von Myra. Schauen wir mal. Crimson Post. Anwesen brennt ab. Jahrhunderte altes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Victoriano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthaltsort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Okay. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Im Übrigen sind ja auch die Bilder alle weg, ne? Die Sonnenblume auch, oder? Ja.
Also ich habe immer noch so eine, ich habe immer noch so eine ganz starke Vermutung, dass ja, dass wir eigentlich in der Anstalt sitzen und wir die Anstalt eigentlich gar nicht verlassen haben, sondern dass das Basti quasi irgendwas vielleicht mit seinem Verschwinden der Frau zu tun hat. Vielleicht hat er sie umgebracht oder was auch immer, weil er nicht klar kam mit dem Verlust des Kindes. Oh, wir haben keinen Schlüssel. Ja, wer hätte das gedacht? Und, uiuiui. Also mit der Karte den Sinn verstehe ich sowieso nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir ein Rätsel. Vielleicht finden wir es ja raus, wenn wir das Spiel durch haben. Und, vielleicht ist er deswegen nicht klargekommen und wir sitzen halt in der Anstalt, weil er verrückt geworden ist. Und was ist aber mit was hat das aber dann das Ganze mit Dings auf sich? Mit, Ruvik verstehe ich nicht. Ihr erinnert euch, wir nehmen nicht den Stuhl. Aber haben wir irgendwas getan hier? Wir werden mal eben speichern. Wir haben ja die Zeitung gelesen. Ich speichere nochmal eben schnell. Wir wollten nämlich die normalen Bolzen aufpushen auf, ja, dass sie Brandschaden haben oder Feuerschaden. Das Ganze kostet aber mal eben 50.000. Das wird ein bisschen dauern. Aber vielleicht kriegen wir auch relativ zügig zusammen. Und wer hätte das gedacht? Wir sind mal wieder zusammen mit Josef. Mann. Darf ich mich hier umsehen? Oh, eine Kiste. Nee, doch nicht. Ich dachte. Jetzt ein leckeres Bierchen. Da ist schon wieder Brain Energy. Das brennt immer wieder die Netzhaut weg. Wo müssen wir lang? Laufe ich überhaupt richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich laufe hier einfach mal so ganz elegant und forsche einfach mal rum. Kann man die Kisten wirklich nicht zerstören? Die sehen so... Also da muss ich jetzt nochmal gucken. Die sehen so zerstörbar aus. Ach, das ist eine ganz andere Kiste. Kann das sein? Ja. Okay, so. Das heißt für uns, wir schauen mal hier. Nur nicht zu viele. Zwei Stück. Steck die Knarre weg und hol die Lampe raus. Dann fahren wir nämlich gleich nach Haus. Und wieso ist die Tür mit Stacheldraht versperrt? Erinnert mich ein bisschen an Silent Hill The Room. Da war die wo man in dem Raum war. War die Tür mit Ketten versperrt, wo man da eingesperrt war. Na toll. Nichts in diesen Scheißkisten drin. Mann. Was haben wir hier? Ach, der Plan vom Haus. Das ist übrigens das Call of Duty Hotel, ja. Das nennt man auch Prestige Hotel. Wir sind gerade im 7. Flur. Und hier gibt es mehrere Zimmer. Wir befinden uns gerade... Exit, Wheelchair, Call Point. Mhm. Fire Alarm, Exit. Da ist übrigens der Wheelchair Call Point. Aber es wird gerade nicht gezeigt, wo wir sind. Ich vermute mal. Naja. Man kann jetzt auch nicht gerade. Doch, 707 sind wir. Moment. Da sind wir, da unten. 707. Das Zimmer hat jetzt ein bisschen ein größeres Fenster, also das kann man auch bezeichnen als Meerblick. Ja, weil man sieht ja auch mehr. Deswegen auch mehr. Und deswegen würde ich jetzt für das Zimmer wirklich auch ein bisschen mehr bezahlen, weil wir mehr sehen. Aber das ist doch ein toller Ausblick, jetzt mal ganz ehrlich. Also muss ich ja mal sagen. Da gibt es mehr zu sehen. Und ihr seht auch mehr, und zwar in einer weiteren Folge. Das ist jetzt eine super Überleitung gewesen. In einer weiteren Folge seht ihr mehr... Und zwar morgen um 17 Uhr hier mit The Evil Within. Und ich würde mich freuen, wenn ihr damit einschaltet. Also, macht's gut. Ciao.